Ja, hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge The Dark Project Gold Edition. Bis gerade eben hat uns hier noch ein Zombie umkreist. Der ist jetzt da hinten wieder verschwunden. Ich habe die Hoffnung, dass ich hier jetzt endlich mal ein bisschen weiterkomme. Aber ich habe auch ein bisschen Angst um mein Leben. Lala, lala, lala. Ja, einmal rein hier. Warum auch immer? Ach, wegen dem Gold. Genau. Dankeschön. Wo hier überall einfach noch Gold liegt, obwohl das eigentlich so eine komplett verlassene Stadt ist. Schon interessant. Doch, schon interessant. Oh, ey, passe ich nicht. Ey, ich passe hier nicht durch. Oh, Mann. Oh. Mach dich mal dünne. Hier passe ich hin. Da geht's nicht weiter. Ist blöd, ist blöd. Naja. Zumindest ein Stückchen weiter kam ich. Da geht's nicht rein. Hier. Da geht's weiter. Rubin. Ist wieder eine verschlossene Tür. Mal sehen, was dahinter ist. Wenn mich jetzt nicht ein Zombie von hinten überfällt. Das wäre nicht sehr cool. Hallo, Beeilung, ich muss hier rein. Ich höre ihn schon, ich höre ihn schon, ich habe Angst. Tür zu. Tür zu, verdammt. Dankeschön. Hier ist Wasser. Mal wieder, aber da oben sehe ich Gold. Da oben sehe ich Gold. Haha. Und ein Breitkopffall. Nein, das ist 72. Ernsthaft? Da, genau. Vase. Sonst noch was? Ich glaube... Scheiße. Da habe ich doch glatt schon wieder Leben verloren. So, dann werde ich jetzt hier aber erstmal speichern. Nein, nicht mehr. Nein, Hilfe. Mein Gott. Ich habe heute wieder ein Gleichgewichtssinn wie so ein totes Lama, ey. Warum totes Lama? Ich habe keine Ahnung. Und dann mal da. Ah, nicht schon wieder. Laden wir einfach kurz schnell. Wartet mal, wieso mache ich das nicht einfach so? Dann kann ich nämlich... Hopp, bam. Oh, nee! Mensch! Ich bin zu blöd zum Kacken. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gerade gesagt habe. Was ist denn überhaupt da oben? Da oben ist doch irgendwas, oder? Muss ich da überhaupt komplett hoch? Nein. Ein Wasserpfeil ist hier. Toll, das war's auch schon. So. Mensch. War das eine Tortur, nur um diesen komischen Wasserfall da zu kriegen. Uah. Aus- und umgucken ist vollkommen überbewertet. Ich laufe einfach. Weil ich's kann. Hier sind überall noch so Ecken, die ich gar nicht kenne. Naja, ich habe das Spiel ja schon länger nicht mehr gespielt und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das wirklich alles so... Oh mein Gott, nein! Ich habe kein Leben verloren. Ui, 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 okay. Papier. Papier? Constable Tule is a degenerate. Every time we have a blackout, I have to go all his ass out of the pub to get him to unlock the maintenance cell. Ach so, ja, das war irgendwas mit, ja, ne? Wisst ihr Bescheid. Rubin, aber das heißt, wo bin ich denn jetzt? Rubin Street. Das heißt, ich nähere mich dem Ganzen schon. So halbwegs. Ich kann euch ja, ich guck mal, ob ich irgendwie eine Karte davon finde jetzt. Also von diesem ganzen hier, ne? Ich guck mal, ob ich die irgendwo im Internet finde. Dann kann ich euch die unten in die Videobeschreibung packen.
Fände ich ganz cool. Würde ich auch gerne machen. Und ja, dann könnt ihr euch mal ungefähr angucken, womit, beziehungsweise wo ich mich hier so durchschlage die ganze Zeit. Irgendwo ging es hier doch noch einen Ticken höher, oder nicht? Ich meine, hier war das mit dem Wasser. Zombie, hi. Ja, hier ging es höher, das ist richtig. Aber hier bin ich auch wieder woanders. Ne, hier bin ich wieder bei diesem Purin. Und so. Macht es Sinn? Das macht hier alles keinen Sinn mehr. Was? Schnauze! Wo ist mein Holy Water? Nein, ich versuch's mit dem Blitzbomben. Ich versuch's, glaube ich, mit dem Blitzbomben. Das ist eine gute Idee. Wenn ich zieh... Nein! Ah! Oh! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hau ab! Lass mich! Kann ich runter? Muss ich runter? Ich weiß es nicht! Ach, hier komme ich doch... Ach, Mann! Scheiße. Okay, jetzt kann ich über die Blitzbomben wieder hier raussuchen. Da. So. Ah! Hey, Überraschung! Komm schon. Dankeschön. Okay. Wie gesagt, 3 Blitzbomben braucht man, um die Viecher außer Gefecht zu setzen. Finde ich persönlich jetzt ein bisschen viel. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich so wenig zur Verfügung hatte jetzt gerade. Okay. Was ist das? Ah, hier kam ich ja nicht weiter, ne? Ich muss aber quasi auf die andere Seite, weil... Um zu dieser Market Street Dingsbums zu kommen. Ah ja, ja, hier bin ich wieder, genau hier. Hier ist Ruben. Immer noch, heißt das, ich komme hier oben irgendwie weiter? Eventuell? Bin ich jetzt hier so, da so? Nee. Da bin ich wieder ziemlich genau da, wo ich gerade eben auch war. Sehr schön. Und hier gehe ich wieder zurück. Ich bin etwas verwirrt. Was ist hier? Kam ich hier irgendwie weiter? Nein, ne? Was hiermit? Da war auch nichts, glaube ich, oder? Nee. Oder doch? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Oh, ja, so nicht. Jetzt geh da hoch. Danke. Ist hier irgendwas, was ich brauchen kann? Da ist was, was ich brauchen kann. Dankeschön. Ups. Aha. Hier geht's also weiter. Sehr schön. Jetzt würde ich aber ganz gerne erstmal hier unten gucken, weil hier war auch irgendwas. Eine Tür. Eine wie natürlich immer verschlossene Tür. Aber who cares? Wir haben unsere Universalschlüssel. Das ist ziemlich dunkel hier irgendwie. Ja, hier muss da irgendwas zu finden sein. Da! Eine Edelstein. Und das war's aber leider auch schon. Schade, schade. Okay. Hier könnte man... Moment, ich gucke erstmal hier, ob ich irgendwas finde, was wir brauchen könnten. Normalerweise gibt es ja an solchen Wasserstellen auch immer Wasserpfeile. In diesem Fall aber anscheinend nicht. Komme ich da hoch? Tatsache. Ich komme hier hoch.
Prinzipiell hat das, glaube ich, wenig Sinn gemacht, weil ich jetzt genau da bin, wo ich auch vorher war. Richtig, hier war ich vorhin auch schon. Hier ist diese... Bla. Blub. Ja, heißt also zurück. Da, hier geht's auch noch weiter. Oh, oh, das... Scheiße. Oh mein Gott. Strömung, böse Strömung. Und... Lass mich kurz Luft holen. Puh. Okay. Weiter geht's. Ich glaube, irgendwo hier in der Nähe hat man auch einen Lufttrank gefunden. Und der wäre hier bestimmt hilfreich gewesen. Zumal ich hier auch irgendwie keine große Ahnung habe, wo ich hin muss. Oh Gott, ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Ein Moospfeil? Moment mal, hier mitten im Wasser? Heilige Scheiße. Okay. Gucken, was es hier noch so gibt. Nichts mehr. Ein Moospfeil im Wasser. Das finde ich jetzt auch ein bisschen sehr... kurios. Okay. Ich könnte... theoretisch... Versuch wagen. Hier, da so. Pfeil. Pfeiling. Es macht relativ wenig Sinn, ich weiß. Aber so kann ich hier hoch. Und dann da so. Tada. Knochen. In allen möglichen Formen. Die obligatorischen Laubhaufen. Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen... Nein, da, los. Los. Rein. Einfach nur, weil so, weil ich kann. Just for fun. Das hat sich gereimt. Oh Gott. Für alle, die es interessiert, nein, ich habe nichts getrunken. Ich bin so. Normalerweise nicht. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ich bin heute gut drauf. Ich habe mein Examen geschafft. Und das heißt, dass ich jetzt ganz, ganz viel Zeit für Schwachfug habe. Und ich würde mir aber gerne meinen Pfeil zurückholen. Na, scheiß drauf. Nehme ich wenigstens den hier mit, oder? Oh nein, 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 nein! Autsch. Scheiße, wann habe ich zuletzt gespeichert? Ist scheißegal. Einfach wieder hoch. Einfach wieder hoch. YOLO. Dankeschön. Und jetzt hat das Ganze hier gar keinen Sinn gehabt, weil ich... wo bin ich hier? Wieder an einer Tür. Oh, so viele Türen. Ich wette, ich habe irgendwas vergessen. Da gab es doch bestimmt irgendwas zu holen hier oben, oder? Oder nicht? Lass mich kurz linsen. Nee. Offensichtlich nicht. Okay. Naja, für den Fall, dass ich irgendwas übersehen habe. Scheiß drauf. Ich brauche nur 750 und die habe ich bald voll. Ich bin gespannt, wo ich jetzt lande. Ich habe keine Ahnung. Ich habe prinzipiell keine Ahnung von dem, was ich gerade tue. Weil ich laufe einfach drauf los. Ins Blinde. Weil Zombie. Scheiße. Speichern. Noch ein Zombie. Oh! Yeah, Zombie Party. Wie viele Wasserfälle habe ich noch? 9 Stück. Ja, das dürfte reichen. Habe ich noch Weihwasser? Oh, bitte sag mir, dass ich noch... Oh, 2 Stück. Okay, dann mal... Let's get ready to rumble! Nein, schieß doch! Und... Skidush! Wuhu! Haben wir noch einen? Komm, hier rennt doch bestimmt noch einer rum. Irgendwo muss hier doch noch einer rumrennen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das 4 waren. 4 Zombies. Ah, jetzt darf ich aber nicht mehr. Jetzt ist blöd. Hä? Aha. Einmal ein Schloss öffnen. Gut, dass ich die Zombies schon mal alle erledigt habe, dass die mir jetzt nicht mehr in die Quere kommen können.
Mein Gott. Die Schlösser sind verdammt gut dafür, dass die Stadt schon so lange verlassen ist. Light up the sky. Oh. Upsi. Da hing ich ein bisschen in der Wand fest. Oh. Hallo. Gut, dann wollen wir mal hier längs. Hier gibt es eine Mine. Sowie zwei verschiedene Wege. Nein, jede Menge verschiedene Wege. Die Gott weiß wohin führen. Hier bin ich am Market. Marketplace. Stone Market? Man weiß es nicht. Kann ich hier durch? Komm schon! Haha, Freunde, das Schwert von Konstantin. Es hat so seine Vorteile, doch, doch. Hi. Aha, hier kommt man auch runter. Will die Spinne nicht zu mir? Mag die mich nicht? Du bist aber gemein. Das ist wirklich nicht nett. Ich habe mir gerade gedacht, wenn wir schon 70 Breitkopfpfeile haben, dann dürfen wir die durchaus auch verwenden. Denke ich mal. Was haben wir hier? Ein Heiltrank und ich glaube, wir haben jetzt 4 Heiltränke, da darf ich mir mal einen gönnen, oder? Was meint ihr? Da haben wir noch ein bisschen was. Gehen wir mal hier längs. Wo sind wir nü? Kleinen Moment, ich speichere erstmal. Bevor ich wieder in irgendeine Scheiße reinrenne, wie ich mich erkenne. Das kommt mir bekannt vor, da hinten ist ein Barrick. Der gegen die Wand rennt. Okay, aber, ich bleib erstmal lieber hier. Beziehungsweise würde ich dann ganz gerne noch den anderen Weg ausprobieren. Weil hier gab es ja 2 Wege. Hier ging es auch noch weiter. Ja. Einmal wieder speichern hier. Ich glaube fast, hier ist dieser Feuermensch. Ja. Es ist sehr interessant mit anzusehen. Auf jeden Fall. Ein Feuermann, der Feuerpfeile verliert, wenn man ihn mit Wasserpfeilen beschießt. Und der prinzipiell auch sehr schwer zu töten ist, glaube ich. Deswegen lasse ich lieber die Finger von ihm. Kann ich hier hoch? Nein, ich hatte hier runter gekonnt, aber jetzt will ich das nicht mehr. Ja, ansonsten gab es da, glaube ich, auch nicht so viel zu entdecken. Aber es ist schon mal ganz, ganz interessant, diesen Kerl da zu sehen. Hä? War hier nicht irgendwo noch? Bin ich jetzt? Okay, wartet, wartet, wartet. Hier. Da ging es rein. Denn hier gab es irgendwo noch einen zweiten Weg. Da, genau. So. Oh, cool, das war's. Ah, mich juckt's. ja, ich würde sagen, ich kann hier auch irgendwie hoch, bestimmt. So aber nicht. Das heißt, ich brauche mal wieder meine Seilpfeile. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Ja, es ist zu spät. Jetzt ist zu spät. So. Dann bin ich zumindest schon mal hier oben. Und gibt es hier irgendwas zu holen? Zu mitzunehmen? Ein Feuerpfeil. Was denn? Ist das alles? Wollt ihr mir doch nicht erzählen, dass das alles ist? Komme ich darüber? Speichern. Und dann versuche ich das einfach mal. Bams.
Bingo. Oh, ich hätte jetzt auch einfach mit dem Schwert aufmachen können, aber so geht's auch. Wahrscheinlich sogar ein Ticken schneller. Und wohin geht's? Oh. Oh. Da schau mal einer an. Hier war ich noch nie. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Sieht aber schon cool aus, muss ich sagen. Also, es scheint irgendein Grab zu sein. Treffe ich dich von hier oben? Soll ich es versuchen? Ich versuche es. Oh, Baby. Nein, komm da raus. Bingo! Ach, ich bin so gut. Noch einmal speichern. Und dann jump. Perfekt. Oh, da ist ja noch eine. Hi. Komm her, Butti, Butti, Butti. Nein, nicht. Lieb sein. Lieb sein. Lieb sein. Ah! Stirb. Hallo? Wie viel hält die aus? Oder war das jetzt ein Bug vom Spiel? Nee, ne? Oh, ein Pfeil. Ich kann meine Pfeile wieder einsammeln. Weil ich habe ja viel zu wenige. 62. Okay, hier gibt es auch bestimmt irgendwas mitzunehmen. Oder? The Watchman's Grave. Ich wusste, dass das ein Grab ist. Was? Kann ich damit auch irgendwas machen? Nein? Dann nicht. Schade, schade. Aber da kann ich doch bestimmt hoch. Kann ich hier durch? Nein. Aber... Oh. Aha. Gibt's hier oben wenigstens... Aha. Bingo. Hui. 980. Das heißt, das erste Missionsziel habe ich damit schon erfüllt. Nämlich die 750 an Loot zu sammeln. Heißt aber jetzt, dass ich auch wieder irgendwie da hoch muss, um zurückzukommen. Da, genau. Seilpfeil. Bingo. So. Gut, dann geht das hier wieder zurück. Guck ich mal, wo es hier weitergeht. Gut, wo bin ich jetzt? Oh, ich bin der Kathedrale ganz nahe. Ich bin ihr ganz nahe. Das müsste doch prinzipiell die Kathedrale sein hier, oder nicht? Oder nicht? Schaffe ich es gefahrlos hier runter? Mit Sicherheit nicht. Muss aber, weil ich habe keinen anderen Weg, um hier runterzukommen. Außer springen. Aber Garrett hat ja auch keine Höhenangst, von daher vielleicht versuche ich erstmal hier so auf so ein Ding und dann hier so runter, so halb, so hui. Ha! Bingo! Ich bin der Pro und ich bin schon wieder bei 23 Minuten. Puh. Dann verkrümmel ich mich mal hier in die Ecke. So, zack. Und beende damit meine Folge hier an dieser Stelle. Oh, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen müde. Ich mache jetzt erstmal eine Pause, denke ich. Und werde was essen und danach geht es aber auf jeden Fall direkt weiter. Und ich werde noch ein paar Videos bearbeiten und hochladen heute noch. Und ja, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Aber ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und Kommentare wären auch immer wundervoll. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, denn da sind immer wichtige Links drin. Auf Facebook und Twitter könnt ihr mir übrigens auch folgen. Dann erfahrt ihr immer direkt, wenn neue Videos hochkommen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!